Das Wasser sprudelt wieder. Nach einem Jahr Restauration ziert der Residenzbrunnen nun wieder die Salzburger Altstadt. Landeskonservator Ronald Goubier zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis. Die Arbeit ist planmäßig verlaufen. Sie wissen, wir haben eine große Kubus über den Würfel gestülpt, sodass auch im Winter 12 Mitarbeiter, zum Teil Restauratoren, arbeiten konnten. Das ist gelungen und wir sind in der Zeit und in den Kosten geblieben. Das ist nicht immer selbstverständlich in dieser Stadt. 1,1 Millionen Euro haben die Renovierungsarbeiten gekostet. Zur feierlichen Eröffnung spendierte die Stadt Salzburg Freibier für die anwesenden Gäste. Die zeigen sich mehr oder weniger angetan vom neuen Brunnen. Ich finde es gut, dass es endlich einmal in die Hand genommen worden ist, weil das ist ja ein Trauerspiel. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich sehe keine große wesentliche Veränderung, gefällt mir gut, der hat mir immer schon gefallen und ich bin einmal sehr glücklich, wenn einmal der Boden da fertig ist. Also unter Tag gefällt mir es, aber in der Nacht die Beleuchtung, die fand ich fürchterlich. Also dieses Blau und oben das Braun, das fand ich wirklich nicht schön. Der passt einfach ein, sagen wir so. Also ich würde es ohne den Brunnen, kann ich mir Salzburg nicht vorstellen. Aber natürlich sind wir in erster Linie am Freibad da, das ist auch klar. Der Brunnen wurde von Ablagerungen befreit und mit einer modernen, computergesteuerten Wassertechnik versehen. Die Renovierung des Residenzbrunnens ist aber nur ein Schritt im Zuge der Modernisierung der Altstadt. Wir sind froh, weil wir neben der Mariensäule jetzt den Residenzbrunnen gemacht haben. Das Glockenspiel wird derzeit in Wien bearbeitet. Das sind doch Meisterwerke, die es gilt auch fachlich sehr sorgsam zu behandeln. Damit wird der Residenzbrunnen nun wieder zu einer der wichtigsten Touristenattraktionen in Salzburg.